Hallo, hier ist wieder Hannelore Drews von der Hobby Company aus Quickborn. Und mir ist immer ganz wichtig, dass alle auch die Produkte aus den Katalogen kennenlernen. Und ich weiß nicht, ist dir aufgefallen, unser neuer Stampin' Spot? Das sind so kleine quadratische Stempelkissen, die man selber füllen kann. Das ist also hier so ein bisschen fest, das Ganze. Und es sind immer 5 Stück in einer Verpackung. Du findest sie auf Seite 180 im Hauptkatalog, also in unserem neuen Katalog. Da sind sie. Also du kannst sie mit den ganz normalen Nachfüllungen hier einfärben und kannst sie dann halt für kleine Sachen nehmen oder, ja, weiß nicht, wenn du jetzt mehrere Farben auf einen Stempel bringen willst, vielleicht einmal damit ausprobieren. Vielleicht möchtest du auch mal irgendjemand sowas schenken. Diese Teile lassen sich so übereinander stapeln und so kannst du sie auch ganz gut irgendwo deponieren. Da man aber dann schlecht sieht, was da für eine Farbe drin ist, habe ich mir jetzt hier zum Beispiel, ist das Smaragdgrün. Da sind ja hinten immer diese 4 Aufkleber in 4 verschiedenen Sprachen. Und ja gut, ich brauche das Deutsch. Ich mache auf die andere Seite das Englisch. Und das ist hier, glaube ich, Japanisch oder irgendwas. Kann ich eh nicht lesen. Und das habe ich mir jetzt einfach hier so auf die Ecke geklebt. Und wenn die jetzt so aufeinander sind, dann kann ich das doch so ein bisschen hier erkennen, was das für eine Farbe ist. Ja, und dazu habe ich so eine kleine Verpackung gemacht, hier mit unserem Envelope Punchboard. Da passt entweder 5 dieser Stamping Spots rein oder zum Beispiel 1 bis 2 Spots, nein, 1 Spot und eine Nachfüllung. Kann man super verschenken. Ah, das möchte ich auch gerne. Und ach, das erzähle ich dir am Ende des Videos. Guck dir mal an, wie ich das gemacht habe. Ich habe jetzt hier ein Stück Designerpapier und zwar ist das 15x16 und natürlich mein Papierschneider. Und jetzt faltet sich dieses Teil auf. 3,5 auf 7. 10,5 und auf 14 und oben und unten jeweils auf 3 cm. Als nächstes kommt hier mein Punchboard für Briefumschläge. Ich kann das hier schon mal ein bisschen falzen, Designerpapier immer ein bisschen vorsichtiger falzen, weil das ja besonders bearbeitet ist durch Vorder- und Rückseite. So, und dann kann ich hier auch einmal von diesem 3 cm schon mal umschlagen, damit ich das gut sehen kann. Und dann geht's los. Muss mal gucken, von welcher Seite du das besser siehst. Also ich nehme jetzt mal die helle Seite. Und zwar, die Falzlinie, die lege ich jetzt genau hier in die Mitte vom Schacht. Also ich hoffe, man kann das so ein bisschen so erkennen. Da ist die Falzlinie und die soll jetzt genau in die Mitte. Und dann stanze ich. So, jetzt lege ich mein Papier um und stanze wieder. Und so mache ich das jetzt bis zum Ende durch. Und auch die Klebelasche, die lege ich auch um und stanze sie auch nochmal. Aber das Ganze mache ich jetzt nur an einer Seite, also an der Oberseite. So, ich habe den Standort gewechselt und bin jetzt an meiner Big Shot und verwende da jetzt unsere neuen Framelits, die Ovale. Und dann nehme ich mir das kleinste Oval raus und das passt jetzt hier sehr gut. Jetzt gucke ich nochmal. Okay. Also am besten wähle ich eins dieser Segmente, die in der Mitte liegen. Dann kann mich das irgendwie nicht stören, dass da jetzt eine Klebelasche ist. Also ich nehme jetzt mal das hier
Und da kann ich mein Oval natürlich super platzieren, wo ich das gerade hinhaben möchte. Und da ist sie. Neue Platten sieht man so schlecht. Ich habe neue Platten. Irgendwann muss es sein. Und ich habe das jetzt auch so gemacht. Ah, jetzt muss ich mich nur dran gewöhnen. Aber das erkläre ich ein anderes Mal. Okay, und jetzt drehe ich hier mal wieder durch und habe jetzt hier meinen Ausschnitt. So, dann habe ich mir noch ein Stück in Wassermelone genommen. Reiße ich mir mal jetzt hier so ein Stück ab. So, und da will ich mir nämlich jetzt einen Ausschnitt machen und nehme als zweites dafür eins der kleinen Ovale mit Welle. So, und jetzt drapiere ich mir das hier schon mal her. Das heißt also, ich will so einen kleinen Rahmen machen. So, der soll dann darum. Ist das cool? Aber vorher kommt hier noch ein Fenster rein. Okay, ich habe jetzt hier so einen kleinen Restfolie und da habe ich ein bisschen Doppelklebeband dran und das passt jetzt hier so genau auf meinen Ausschnitt. So, und mein kleiner Rahmen, den klebe ich jetzt mit unserem Multikleber an. So, und der soll jetzt genau hier um das Fenster. Das geht natürlich jetzt mit den neuen Framelits wunderbar. Ich kann es natürlich überall platzieren. So, obersüß. Klopf, klopf. Okay, weiter geht's. Also jetzt schneide ich hier die Falzlinien ein. Bis zur nächsten Falzlinie, also bis zur Bodenfalzlinie. Das Teil hier an der Seite, das kann ich wegschneiden. Okay, und dann kann ich das schon zusammenkleben. Entweder mit dem oder mit dem Doppelklebeband, wie dir das halt am liebsten ist. Ja, und schon ist die kleine Verpackung fertig, der Boden einfach noch angeklebt. So, und da passt jetzt genau unser neues kleines Stempelkissen rein. Und eine Nachfüllflasche. So, und das Ganze wird jetzt nett noch verziert. Und da ist sie. Und man kann schon dadurch sehen, was drin ist. Allerdings das Unterteil, da muss man raten. Das kennt ja auch noch nicht jeder. So, und ich zeige sie dir dann nochmal, wenn sie ganz fertig ist. Und vielleicht hast du Lust, sie nachzumachen. Also du siehst ganz einfach schon wieder. Und wieder ein kleines Geschenk, gerade dieses kleine Stempelkissen für jemand, der vielleicht ganz neu ist und gerade erst mit dem Stempeln anfängt oder der vielleicht mal eine Farbe ausprobieren möchte. So, ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast gesehen, wie einfach das gemacht wird. Ja, und jetzt komme ich zu dem, was ich gerne machen möchte für meine nächste Sammelbestellung. Am 26. Juni, also wir haben jetzt 2016, wenn du das Video später siehst, ist das vorbei. Gibt es von mir so ein Stampin' Spot, gefüllt mit der Farbe, die du möchtest. Also schreib mir zu deiner Bestellung, welche Farbe du möchtest. Und ich sag mal, ab einer Bestellung von 50 Euro, also ab 50 Euro, gibt es dazu die Nachfüllung gleich, dann kannst du das selber füllen. Und du bekommst die Verpackung als Bastelpackung, weil die im Karton immer so schnell kaputt gehen. Also ich lege dir alles dazu. Du kannst es selber zusammenbauen, so wie du das dann möchtest. Die Farben variieren natürlich. Also das ist jetzt hier Wassermelone. Und ja, also wenn du das gerne zu deiner Bestellung dazu haben möchtest, dann leg los. Schick mir einfach deine Bestellung per E-Mail. Und wie gesagt, ab 50 Euro gibt es auch die Nachfüllung und die Verpackung als Bastelpackung dazu. Ansonsten natürlich dieses kleine Teil gefüllt mit der Farbe deiner Wahl. Ja, und diese, wie gesagt, findest du im Katalog auf Seite 180. Guck sie dir einfach mal an, ist eine nette Kleinigkeit.
Und ich sage Tschüss aus Quickborn.